Vor vielen Jahren hat mir mal jemand gesagt, dass ich was mit meinem Leben zu tun habe. Also so wie mein Leben ist, so habe ich es mir erschaffen. Und das konnte ich keinem glauben. Ich wollte es auch nicht glauben. Ich war unglücklich, ich war unzufrieden, ich war übergewichtig, ich habe nicht sehr oft die Wahrheit gesagt. Ich war völlig erschöpft in meinem Leben und eigentlich immer, immer angestrengt. Ich kam mir so vor wie so jemand, der einfach nur reagiert. Ich wusste gar nicht mehr, wie agieren geht. Von überall, jeden Tag bin ich aufgewacht morgens und wartete eigentlich darauf, dass die Probleme auf mich einstürmen, wobei ich die von gestern noch nicht mal gelöst hatte und die von vorgestern auch noch waren. Also dieses Gefühl im Bauch zu haben, morgens aufzuwachen mit diesem Gefühl von, oh Gott, noch mal ein Tag. Als ich anfing, mich spirituell zu beschäftigen, als ich anfing, Meditation zuzulassen, als ich anfing, einfach wirklich aufmerksam mein Leben anzuschauen, ist mir aufgefallen, dass ich viel zu oft Ja sage und zu wenig Nein. Also ich habe zum Beispiel mich nicht abgrenzen können, ich habe nicht die Wahrheit gesagt, es gab viele Dinge, die ich einfach nicht gelernt hatte und auch nicht wusste, wie man das macht. Und so im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass mein Leben sehr viel anders geworden ist. Und es ist deswegen anders geworden, weil es mir klarer geworden ist, was ich mir da erschaffe. Also wenn etwas in meinem Leben passiert, dann schaue ich mir das an und schiebe es weder auf die Weltwirtschaftslage, noch auf die Nachbarn, noch auf die Politik, noch auf sonst irgendjemand, sondern ich schaue mir das an und sage mir, was will ich daraus lernen? Warum habe ich das in meinem Leben? Wieso zeigt sich das mir? So angestrengt, so klar, manchmal so schmerzhaft. Und ich glaube, wir sind eine unendliche Seele, die hier eine menschliche Erfahrung macht und die dazu da ist und es sich wünscht, aus diesem Wunsch heraus, ja, Weisheit, Erfahrung zu sammeln. Und aus diesem Wunsch heraus ziehen wir als Seele die Erfahrung an, die wir haben wollen. Das heißt, wenn uns immer wieder das Gleiche passiert, also zum Beispiel, wir immer wieder in einer beruflichen Situation sind, wo die Kollegen, die am Anfang nett sind, immer wieder plötzlich nervig werden. Wenn ich in einer Beziehung bin, mit einer Liebesbeziehung bin, wo immer wieder dasselbe Problem auftaucht, dann ist das Problem das, was ich mir anschauen muss, weil es sich mir immer wieder zeigt, es kommt immer wieder vor. Und es wird erst dann verschwinden, wenn ich es mir angeschaut habe. Und nicht nur, wenn ich es mir angeschaut habe, sondern wenn ich andere Entscheidungen getroffen habe. Also Entscheidungen, die nicht mehr zu diesem gleichen Ergebnis führen. Und das bedeutet in erster Linie, dass ich Verantwortung übernehme für mein Leben und für meinen Gefühlszustand. Da ist niemand anderer schuld. Das ist alles meins. Und was immer ich erlebe und erspüre, habe ich in irgendeiner Form, es hat was mit mir zu tun, weil sonst wäre es nicht da. Also ich habe in irgendeiner Form damit was zu tun, habe es angezogen und habe es da, damit ich es mir anschauen kann. Also eine Übung dazu kann sein, dass man sich mal aufschreibt und bewusst wird, was habe ich eigentlich immer in meinem Leben und was nervt mich jedes Mal? Wo denke ich mir, wieso kann es nicht plötzlich verschwinden? Und das Wissen, dass es nur dann verschwindet und erst mal weniger wird, bevor es ganz verschwindet, wenn wir unsere Hausaufgaben dazu gemacht haben. Und die Hausaufgaben sind manchmal anstrengend. Es hilft, Menschen zu haben, die einen dabei unterstützen. Aber trotzdem, es ist es wert, immer wieder zu schauen, warum passiert mir das jetzt schon wieder? Es hat immer etwas mit uns zu tun.